In Rot der Terraner hier. Es ist Lillikanin. Übrigens ist es StarCraft 2's 8. Geburtstag, wie man hier schön sieht. Und die Command Center, also jedes Hauptgebäude macht Werbung dafür. Und es ertönt eine. Es gibt ein kleines Feuerwerk, wenn ein neues Command Center gebaut wird oder ein neues Hauptgebäude gebaut wird. Auf der anderen Seite in Blau der Sölk hier aus Österreich. Es ist Hate Me. Wie man sieht, hier ist ebenfalls diese. Bei Sölk sieht das so unpassend aus. Ich meine, auf das Terraner Hauptgebäude passt das ja noch mit den Stangen. Aber beim Sölk sieht das einfach nur dämlich aus, ganz ehrlich. Das heißt, es hängt am Nexus wahrscheinlich auch dran, das Teil. Weil dieses, diese Promo-Aktion ist ja erst seit gestern, glaube ich, wenn ich das richtig im Blick habe. So, mal kurz noch alles prüfen. Sieht gut aus, okay. Ich glaube, wir haben es. Und wir haben einmal, ja, Gas-Rex, das heißt Reaper-Opening von Lillikanin. Und auf der anderen Seite sehen wir Doppel-Hedge und danach Gas und Pool. Das heißt Hedge-Gas-Pool-Opener für den Zerg und die beiden damit beginnen in ein normales ZVT erstmal. Einzig hier, das ist wie tatsächlich das Schild hier schon mal am Rande. Das wartet hier auf seinen späteren Einsatz. Mal sehen, was es hier noch so groß vorhat. Kann natürlich easy scouten. Wie man sieht, da ist gerade keine Einheit da, die das Zerg irgendwie losschicken kann, um dieses SCV abzuwehren. Es werden jetzt die ersten Einheiten gebaut, die ersten paar Linge werden gebaut, zwei Stück momentan, plus zwei Queens und ein Speed-Upgrade. Also das ist alles ganz normal bisher, da kommen die nächsten zwei Linge, denn normalerweise, man braucht vier Linge gegen den Reaper, um den Reaper sinnvoll und einfach abzuwehren, ohne dabei groß Schaden zu nehmen, bis dann eben die Queens da sind, und sobald die Queens da sind, sollte das alles gar kein Problem mehr sein. Daher eben vier Linge, mit denen kann man genügend Zeit schinden, um eben die Queens rauszukriegen. Und mal sehen, was dieser Reaper dann hier überhaupt zu erreichen wird. Denn die Queens sind jetzt eigentlich auch schon da. Hier eigentlich die Drone. Die wollte eigentlich mal was tun mit ihrem Leben. Aber stattdessen, okay, wird doch gefinished. Der Reaper wirft sie noch ein bisschen selber durch die Gegend. Aber die Drone wird gefinished. Auf der anderen Seite haben wir eigentlich trotzdem die dritte Basis bereits für Hate Me. Mit den Lillikanin sehen wir das zweite Command Center wird fertig. Er geht in Reaktor und einen Starport. Das heißt, er kann jetzt Doppelhellion produzieren für den Reaper mit dazu. Als Unterstützung. Damit kann man dann gut den Creep im Griff halten. Und natürlich auch generell viele Dinge klären, wenn die mal einen schlechten Fight nehmen. Trotzdem, der Reaper selber lebt natürlich sehr gefährlich, wie man schon sieht, wird von der Queen bespuckt. Und Speed Upgrade ist nicht mehr weit weg. Und sobald Speed Upgrade ready ist, dann wird das sowieso nicht mehr sehr schön für den Terraner hier. Dann muss der Reaper nämlich einfach nur noch weglaufen. Die Dinge haben dann überhaupt kein Problem, ihn zu catchen. Wie man sieht, die Vierlinge sind auch schon sehr, sehr weit am Rand des Creeps unterwegs. Warten auf ihren großen Einsatz. Dritte Basis wird fertiggestellt. Hellions sind unterwegs. Und mal sehen, Starport ist ready. Kriegt jetzt hier schon mal das Tech Lab. Overlord ist in der Gegend, um das hier zu scouten. Wird das auch sehen. Er sieht hier auf jeden Fall den Starport mit Tech Lab. Allerdings momentan wird nichts erforscht. Ist die Frage, Lillikanin, nimmt er hier Cloak mit oder nicht? Natürlich, Zerg hat keine Ahnung, was da drin gebaut wird. Die Banshee sehen nur wir hier als Observer. Jetzt wird mal Cloak angedrückt. Aber es kann durchaus sein, sobald dieser Overlord entfernt ist von der Marine, kann das Cloak-Upgrade auch wieder gecancelt werden vom Terraner. Und möchte damit einfach nur ein bisschen unfaken. Aber mal sehen, was Lillikanin daraus macht. Momentan sehen wir Leertech für Hate Me. Genauso wie ein Baning Nest. Und die Hellions fahren gerade einfach mal durch. Waren jetzt vorne den Dingen geblockt. Die Queens versuchen so viel Schaden wie möglich zu machen, aber mehr Dinge kommen mit dazu. Und damit die Hellions kommen hier nicht wirklich vorwärts in der Mainbase. Der Reaper wird gecatcht. Es sind nur noch zwei Hellions übrig und bisher überhaupt nicht viel Schaden hat da Lillikanin erreichen können mit seinen Einheiten. Und auch jetzt hier, die Hellions werden noch mehr angegriffen und werden hier auch nicht lebend rauskommen. Man sieht, alles geklärt. Gute Defensive von Hayden. Er hat auch gar nicht mal allzu viele Linge verloren in dieser Position. Schauen wir kurz ins Units Lost Tab. Wir haben 8 tote Linge für 4 tote Hellions und einen toten Reaper. Das lohnt sich vollkommen für den Zerg. Das ist ein sehr, sehr guter Trade. Und jetzt kann hier natürlich auch Hate Me seine Linge verwenden für einen kleinen Counter-Attack. Da wird gerade die dritte Basis in der Wall gebaut mit den Hellions. Ist die Wall auf jeden Fall safe. Trotzdem natürlich, Hate Me kann das jetzt alles überwachen. Kann ein bisschen harassen, kann ein bisschen nerven. Was? Da ist offen? Are you fucking kidding me? Okay. Damit hat sich das hier natürlich sehr, sehr schnell geändert. Wir sehen, die Linge gehen ran, clearen den ersten Alien, wollen auf den zweiten mit drauf. Es starben übrigens keine SCVs. Hate Me macht nicht so viel Damage. Zum Glück. Zum Glück. Ich dachte, das wäre dicht. Aber nein. Ich glaube, Lillikanin dachte auch, das wäre dicht. Weil jetzt kommt erst das Supply Depot dafür. Okay, auf der anderen Seite haben wir natürlich das Banshee Rest mit auf. Oh, die Banshee. Kriegt gerade mal 2 Kills und dann sofort gesniped. Also für beide Spieler läuft das jetzt hier gerade nicht wirklich optimal. Nächste Banshee ist unterwegs, hat Cloak, also Cloak wurde fertiggestellt.
Und doch hat das Cloak der ersten Banshee überhaupt nicht viel gebracht. Der Overseer war mit dabei. Die Banshee war low und dann auch prompt gesniped. Vielleicht kann Banshee 2 hier ein bisschen mehr anrichten. Muss auch fast ein bisschen mehr anrichten, ansonsten ist das nicht sehr schön hier für Lillikanin. Er muss ein bisschen Schaden machen und er geht danach auf Mech. Er geht auf Doppel Armory und eine weitere Factory. Und da wird ein bisschen was mit Damage passieren. Nein, der Fokus ist gerade lieber auf die Queen als auf die Drones. Trotzdem damit das Gas mal ein bisschen denied. Das Gas Mining hier zumindest an der Mainbase. Da kommt längst der Overseer, da kommen die Queens angelaufen. Und dann kann die Banshee nicht mehr so machen. Sie kann einfach mal einen Kill oder zwei mitnehmen, kriegt einen zweiten Kill. Macht noch ein bisschen Damage auf dem Extraktor, aber das ist jetzt nicht wirklich substanzielle Damage, den die Banshee in diesem Fall hier macht. Er hat auch gleich keine Energie mehr für Cloak, das heißt Uncloak in 2-1 und von selber sogar. Der Uncloak von selber gezündet. Ja, Lillikanin, dritte Basis hat er und er möchte die Richtung Mech gehen. Das heißt, er braucht ein bisschen Vorbereitungszeit. Währenddessen, Hitmi hat bisher auch nicht so viel davon scouten können. Er hat, glaube ich, er hat nichts von der ganzen Factory-Umstellung gesehen. Es ist Doppel-Factory mit Tech Lab am Start. Wir sehen, Viking wird produziert. Der Starport hat noch immer ein weiteres Tech Lab. Heißt, es könnten recht frühe Ravens auch mit dazukommen. Und hier gibt es die dritte Basis für den Terraner. Währenddessen hat Hitmi vierte Basis unterwegs. Worker-Count 50 zu 66. Wir sehen mal, im Income-Advantage ist der Zerg vorne hier die ganze Zeit einfach gut gedroned. Army Supply technisch schießt jetzt hier Hitmi auch nach oben. Denn er baut Roaches in ordentliche Masse bereits. Holt sich hier die ersten 8 Roaches mit dazu, 1 Sense Upgrades mit dazu und das Roach Speed Upgrade. Ah, okay, die Evolution Chambers sind jetzt ein bisschen lustig platziert, einfach mittendrin, anstatt eine Wall zu bilden. Und da nochmal Feuerwerk, übrigens gerade für StarCrafts 8. Geburtstag. Bei jedem Hauptgebäude kommt das, wenn das weitergestellt wird. Also das sieht man wirklich noch, werden wir noch häufiger sehen heute, denke ich. Ja, und hier die Roaches gehen drauf, aber da ist Panzer da, das sind Hellbats da und da kommen die Roaches erstmal so nicht durch. Zudem ist hier die eine Banshee, die braucht nicht mehr Cloak gegen Roaches, sondern die schießt einfach so völlig drauf und kann jetzt hier einfach mal Schaden machen. Könnte eigentlich auch Kills sammeln, wenn sie sich ein bisschen mitbewegt, aber nein, die Banshee ist faul, eiert nur hinterher. Und wir sehen, jetzt kommt der Switch von Hitmi und zwar auf Swarmhosts. Fatality Master noch, Dankeschön für den Follow. Swarmhost natürlich der harte Counter gegen Mech. Vor allem, wenn die Panzeranzahl noch nicht so hoch ist, der Hellbat-Count noch nicht so hoch ist, dann machen die Locusts wahnsinnig viel Damage, snipen eine teure Einheit nach der anderen raus. Ist die Frage, ist Lillikanin Stephens schon bereit für Swarmhosts? Momentan wartet Hitmi noch auf ein paar mehr. Geht noch auf 2-1 Upgrades hier gerade und ja, die Aliens hier waren easy abgewehrt. Der Creepstat ist auch sehr, sehr gut für den Zerg, muss man schon sagen. Hitmi hat da schon sehr viel dran gearbeitet, hat schon viel von der Karte im Blick. Daher eben die Roaches konnten auch frühzeitig die Aliens hier erkennen. Wenn das nächste kleine Trupp vom Terraner unterwegs für Harassment in der vierten Basis. Aber die drei Aliens wollen nichts erreichen gegen die Mutis. Kriegen vielleicht eine Drone durchgebrannt. Ja, eine Drone geht hier down. Vielleicht eine zweite? Nein, bleibt bei einer. Banshee ist hier noch unterwegs. Hat sich mal erstmal verdünnisiert und hier noch Highlands waren rein in die dritte Basis. Da wird es ein bisschen Schaden geben, aber eben der Counter-Attack mit den Swarmos ist gerade unterwegs. Wir sehen hier, die Highlands werden defended und von den Roaches 7 Drones sterben hier insgesamt. Und wir haben jetzt den wichtigen Schlag vom Zerg. Wie viel Damage können diese Dinge hier machen? Locust im Sturzflug auf die Natural, auf die Mainbase und mal sehen, was ist der erste Fokus? Ich denke mal, das Command Center der Natural wird der Fokus sein. Kann man natürlich liften als Terraner, aber Lillikanin, er liftet erstmal nicht. Da sterben auch instant 3 SCVs und Command Center, es wird zack geliftet, aber es hat noch 10 Points. Das heißt, das Ding wird das hier. Es überlebt. Es überlebt. Der Repair kommt durch. Die SCVs werden nochmal in den Tod geschickt. Dafür sterben 11 SCVs hier. Aber es hält das Command Center am Leben. Ja, dass die Roaches gehen einfach rein auf die Panzer. Zwei Panzer schon angeschlagen. No, trotzdem viel Damage auch auf die Roaches. Versuchen jetzt noch weiter zu resten. Also hier hat auch der Zerg einiges an Damage abbekommen. Trotzdem 11 tote SCVs hier. Banshees kommen dazu. Clearen jetzt hier Stück für Stück die Roaches raus. Und die Swarmhosts warten auf ihren Recharge, bis die nächste Villain Locus kommt. Und die kommt jetzt. Der Tank Count ist runter auf 4 Stück. Nochmal 2 werden gebaut, Banshees werden auch konstant noch mitgebaut. Yang und Chen, hi. Ja, da geht's auf den nächsten Tank und Swarmhosts machen ihren Job. Gehen da drauf, snipen beide Panzer, gar kein Problem hier für den Zerg. Dritte Basis muss er okay. Natürlich Locust timen ziemlich schnell raus. Das heißt, die fallen irgendwann von selber auseinander, wie jetzt. Alle tot. Aber trotzdem, natürlich das Problem ist, dieser Druck, dieser Damage macht Lillikanin sehr, sehr viele Sorgen. Er kann sich einfach nicht wirklich stabilisieren. Ist gerade mal bei der Hälfte des Supplies seines Gegners, die nächste Welle an Zerg-Einheiten kommt. Die Swarmhosts werden hier ein bisschen angegangen. Natürlich können gerade nicht fighten. Es sind Roaches mit dabei. Jetzt kommen auch noch Queens mit dazu. Anti ist natürlich bei der Zerg-Army nicht wirklich viel da, muss man sagen. Das ist alles gerade Anti-Ground. Daher, die Roaches können konstant von den Banshees arrest werden. Aber eben zwei Banshees brauchen lange, bis sie so viele Roaches hochkriegen. Lillikanin versucht hier alles, versucht effizient wie möglich zu traden, hat sich übrigens auch das Hyperflight Rotors Upgrade gegönnt, das ist das Speed Upgrade für die Banshees, sind jetzt hier richtig knackig unterwegs, aber eben Hitmi wartet einfach auf seinen nächsten großen Push, plus 2 Missile Attacks kommt mit dazu,
Und hier geht's ja einmal auf die Queen, die ist alleine von. Nein, wird schon Zeus, wird nochmal schon Zeus. Die Banshees versuchen sich hier durch die Queens durchzusetzen. Da kommt nochmal ein Overseer dazu, um die Banshees dann zu sehen mit dem Cloak. Aber Vikings versuchen sich da irgendwie zu kümmern. Ein Overseer ist down. Die Queens gewinnen hier diesen Fight. Ja, die Banshees fokussen hier nicht. Die Queens und die Queens gewinnen damit den Fight. Die Banshees versuchen hier wirklich alles, um zu defenden. Aber die Zerg Army ist hier einfach zu dominant. Die nächste Valiant Locust kommt hier ran. Und da geht's drauf, da geht einmal die Wall an der dritten Basis down, jetzt geht's noch auf die Panzer und ich sehe, Valeria kann ihn wenig Chancen, hier drüben hat er Probleme mit Roaches an der vierten Basis. Und das ist, glaube ich, der Anfang vom Ende für den Taranich in Lab Nummer 1. Denn Hate Me rennt da ein für Vanille, kann ihn drüber. Zu viel Zerg bereits. Und Hate Me hat noch eine Bank dahinter. Der Worker Count für den Taraner hat abgenommen. Immerhin die PF defendet nochmal ziemlich ordentlich. Da wirft Hate Me noch ziemlich viele Ressourcen weg. Aber es sind halt wieder 9 SCVs gestorben. Die dritte Basis, ja, ist momentan komplett ungenutzt. Die Queens laufen jetzt schon einfach fröhlich mit rein und denken sich, jo, wir pushen jetzt einfach selber, weil die Roaches kriegen das nicht vernünftig gebacken. Wir meinen, das ist einfach von Hand. Jetzt nochmal die Banshees versuchen zu verteidigen. Haben natürlich nochmal Cloak. Und das eine hat Cloak, die anderen zwei Banshees gehen jetzt hier down. Aber Transfuses sind einfach viel zu krass. Die Roaches gehen nochmal rein. Lillikanin zieht das ein. Er hat hier nicht genügend Masse, um gegen Hate Me konstant zu verteidigen. Und damit ist es hier das 1-0 für Hate Me. In grün den Taraner. Es ist Lillikanin. Und der spielt gegen den Zerg in Blau. Es ist Hate Me. Okay. 16-Bit. Passt das alles? Moment, die muss mal kurz was... Da fuck. Das ist nicht das, was ich wollte. Jo, wir sehen bisher eigentlich nichts wirklich mega Spannendes. Zumindest nichts, was mega überraschend wäre. Wir sehen sehr schnell das Command Center von Lillikanin. Aber wie gesagt, das ist 16-Bit. Da ist ein zweites Command Center zu nehmen nicht wirklich schwierig. Man hat die zweite Basis hinten drin. Die kriegt man quasi geschenkt. Man hat vorne eine ganz kleine Rampe zu verteidigen. Und selbst die dritte Basis ist verteidigbar, wenn man hier die Position nimmt. Wir sehen auch, bei Hate Me kommt entsprechend die Hatchery bereits auf dem Lowground hier vorne, also auf diese dritte Basis, kann dann hinterher diese Basis nachziehen und hat damit dann auch entspannt seine drei Basen ready. Also wir haben hier eine sehr ruhige Anfangsphase, wir sehen Marine Expansion quasi, er ist zumindest das Command Center First into Marines und wir haben hier Factory, Barracks, alles voll entspannt hier für den Terran und da kommt auch direkt ein Reaktor, der Marine wartet noch auf das Auftreffen eines Overlords unter Umständen, aber Hate Me chillt lieber mit seinem Overlord ein bisschen und überwacht einfach den Ausgang der Taraner-Basis hier. Möchte sich nicht zu weit reinwagen, da kommt die dritte Basis, wie erwartet. Und damit, ja, sehr entspannter Anfangsverlauf. Lillikanin scoutet nach der dritten Basis seines Gegners. Das ist eigentlich schon die Position für die vierte. Wobei, es gibt Zerg-Spieler, ich habe es bei Namsha schon gesehen, der expandiert tatsächlich hier einfach hoch, bis es sich hier einfach runter. Nimmt einfach die Basis lange nicht, die zieht er erst sehr viel später mit dazu als fünfte oder sechste Basis, nimmt er die Basis hier erst und expandiert erstmal hier entlang, hat natürlich hier sein Creep, hier sein Gebiet und kann die Basen schön nehmen, allerdings Hate Me, ja, der macht das anders, der nimmt diese Basis als dritte und man sieht hier Drones, Queens, Speed Upgrade, alles bisher ganz normal soweit. Jo, bei der Taraner-Basis tut sie auch nicht viel. Es gibt Hellions. Und wir sehen jetzt schon den Roach-Run tatsächlich von Hate Me. Ich frage mich, ob er gleich instinktiv gegen Mech vorgeht. Ich meine, es ist Lillikanin, der ist schon eher bekannt für Mech, als er für Bio bekannt ist. Daher bin ich gespannt, ob es jetzt einfach direkt Richtung Swarmos geht. In sehr, sehr schnelle Manier. Hellions sind auf jeden Fall mal unterwegs. Und können auch zu Hellbats werden, denn es kommt die Armory rechtzeitig mit dazu. Und wir sehen auch jetzt schon hier einen Fusion Core von Lillikanin. Ha! Okay. Früher Fusion Core natürlich nutzbar für das Upgrade für die Liberator, für das Advanced Ballistics Upgrades, wie es so schön heißt. Das für die Zusatz-Aufklapp-Range, dass man von weiter Entfernung snipen kann. Ist zum Harassen richtig schön.
Und wie gesagt, das ist mega früh eigentlich. Das ist natürlich ein teures Investment. Fusion kommt mit 150, 150 ist nicht billig. Auch das Upgrade kostet noch Ressourcen mit dazu. Macht natürlich die Lippe mega effizient. Wollen wir mal sehen. Hate Me bisher. Okay, er hat keinen Bock auf ein langes Game. Er baut nämlich gerade Nidus. Ein Nidus Network. Kommt hier. Wo kommt's denn? Bin mir nicht sicher, wo es baut. Natural? In der Natural hinten drin. Okay. Da ist der Nidus. Da geht der Drop gerade raus. Das gibt ein richtig hässliches Timing für Lekanin. Denn er hat seine gesamte Army unterwegs. Und dann kommt der Nidus hier rein. Und was soll der große Mann? Gut, er hat den Liberator. Ha. Ich bin mir nicht sicher, wie gut das hier für Lelekanin ausgehen wird. Hate Me hat hier keinen Bock, sich mit langen Mech rumzuschlagen auf diese Map, sondern er möchte einfach den Terraner brechen, solange er die Chance dazu hat. Da kommt der erste Nudus-Wurm direkt. Und Lelekanin eigentlich sofort Liberator darüber aufklappen. Für deinen nächsten Wurm SCVs draufziehen, irgendwie das Ding totkriegen. Es sind nicht mehrere Queens da, 6 Stück insgesamt. Das heißt, es wird hier Transuses geben. Liberator wird tatsächlich einfach rausgeschickt. Und hallo Nudus! Und die Hellbats reichen niemals. Wir haben jetzt hier natürlich die Aliens drin. Einmal der Natural, einmal der Drop in der dritten Basis, aber ja, Hate Me hat eh nicht so viele Drones und er pumpt einfach Roaches wie ein Blöder und möchte jetzt einfach den Terraner finishen. Und die beiden, ich sehe kaum Möglichkeit, wie der Dekanin das gewinnt, auch wenn er noch so viele Drones hier kaputt macht, aber das reicht einfach nicht. Er kriegt jetzt hier zwar nochmal sehr, sehr viele Drones, die Drones sind gerade in Natch, weil alle schön hier zusammengesammelt. Wir haben uns hier heute versammelt, um zu sterben. 15 tote Drones und 19 tote Drones, aber währenddessen halt verliert der Terraner alles an Production. Und so ein einzelner Liberator mit Range Upgrade wird das auch nicht mehr richten. Der hier hat das seinen Spaß, sniped fröhlich die Larven weg und die Roaches weg. Und Drones sind noch 13 am Leben gegen 32 SCVs. SCVs versuchen aber auch gerade zu fliehen vor ihrem sicheren Tod. Das heißt, beide Spieler haben gleich kaum noch Worker übrig. Und das Unit Tap ist halt echt ein riesen Haufen an Roaches. 21 hier mit einem ganzen Schwung an Dingen für Hate Me gegen Lelekanins 2 Liberator. Liberator mit Range sind gut. Aber ich glaube nicht so gut. Nicht gegen Tensius Queens. Wie man hier sieht. Die Queen wird einfach endlos Tensius. Und damit kann der Liberator nichts machen. Eventuell. Jetzt mit dem Repair. Es sind noch 6 SCVs gegen 10 Drones. Hier drüben ist auch noch ein Rest mit den Aliens. Die brennen noch mal ein paar weitere Drohnen. Das ist gerade so ein komisches Game. Wir haben noch 5 zu 8 Worker. Der Sock hat viel, 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 viel mehr Army Supply und die Queens hier. Okay, wenn Hate Me nicht auf seine Queens aufpasst, dann ist das ziemlich eklig. Stirbt die Queen? Die Queen stirbt. Damit Queen Count runter auf 4. Nicht mehr so schlimm. Und nein, nee, kann ich ja keinen Bock mehr. Da kommt das GG von ihm und Hate Me macht das mit dem 2:0. Was für ein Game. Das am Ende gerade echt so. Hat jetzt Lilikanin echt noch eine Chance, das zu gewinnen?